Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Linz und vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Einführung in die Konnektomforschung geben. Das Konnektom, das eben ein neues Feld ist, der Bildgebung, der Erforschung des Netzwerkes im Gehirn. Was ist das Gehirn? Das Konnektom ist zuerst mal ein Netzwerk. Ein Netzwerk, so wie wir es auch kennen in anderen Bereichen, so wie das soziale Netzwerk. Die Menschen kommunizieren, sie machen ähnliche Sachen, sie tauschen Informationen aus und erst durch diesen Austausch von Informationen ist es möglich, so komplexe Aufgaben wie eine gesamte Gesellschaft im Prinzip am Leben zu halten und zu beleben. Und genauso wie im Prinzip die Gesellschaft lebt von der Konnektom, von dem Zusammenspiel, lebt auch das Gehirn von dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Arealen, sodass man nicht von der Aktivität in der einzelnen Region sprechen braucht oder kann, wie wir es zum Beispiel auch in dem ersten Vortrag gesehen haben von Professor Dylan Haynes, dass eben eine bestimmte Areal, bestimmte Funktionen kodiert, sondern im Prinzip ein ganzes Netzwerk, das diese Funktion aufnimmt. Das heißt, die Verbindung zwischen den Neuronen, diesen Millionen, Milliarden, Billionen von Neuronen und auch die Verbindungen da drin, die kodieren, was in unserem menschlichen Gehirn vorgeht, die kodieren, wie die Informationen miteinander verbunden sind und die kodieren unsere Personalität. Sie machen den Menschen individuell und sie kodieren auch das Gedächtnis. Ein Teil des Gedächtnisses oder das Gedächtnis im menschlichen Gehirn ist über die Verbindungen zwischen den Neuronen abgelegt. Das heißt, nur durch die Verbindung, die Verstärkung von Synapsen, kann ich überhaupt mich an Sachen erinnern und Assoziationen schaffen. Wie können wir diese Sachen untersuchen? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, um mit der Magnetresonanztomographie, so wie wir es gerade eben schon gesehen haben, ins menschliche Gehirn reinzuschauen. Das eine ist eben basierend auf der Gehirnaktivität. Das heißt, dass wir messen die Aktivität in jedem einzelnen Bildpunkt im Gehirn und schauen uns das an. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich direkt die Struktur im Gehirn anguckt. Wie sind die einzelnen Areale miteinander verbunden? Und baue daraus das Konnektom aus. Aber jetzt zuerst zum ersten Punkt. Wenn wir uns diese funktionellen Aktivierungen anschauen im Gehirn, so wie hier in diesem Beispiel, dann sieht man, dass ich eine Dynamik habe, zusätzlich zu dem statischen Bild, wo ist etwas aktiv, wenn ich eine bestimmte Aufgabe mache, habe ich eine Dynamik. Das Gehirn, auch wenn ich jetzt hier keine Aufgabe mache, das ist jetzt einfach ein Gehirn, das sozusagen im Ruhezustand, wie man das sagt, aufgenommen wurde und ich schaue diese ganz langsamen Veränderungen an im Gehirn. Und da sieht man, wie jetzt einzelne Areale aufleuchten und wieder dunkler werden. Also helle Farben, rot und gelb, bedeuten eine starke Aktivierung. Das heißt, viel Blutfluss, Sauerstoffverbrauch, also eine starke neuronale Aktivität. Blau ist eine schwache neuronale Aktivität. Und jetzt sieht man, dass bestimmte Areale immer gemeinsam aufleuchten. Es ist nicht nur, dass jetzt eben der rote Punkt, den wir jetzt im Moment sehen, sondern es ist noch ein zweiter gelber Punkt daneben und die kommen gemeinsam hoch. Das heißt, sie synchronisieren sich irgendwie. Und wenn man sich das mal anschaut und man sozusagen diesen Zeitverlauf jetzt als Signal anschaut, so wie hier in diesem Diagramm, also ich gehe sozusagen diese, in dem Fall 400 Sekunden, also mehrere Minuten durch und schaue mir, wie langsam das Gehirn oszilliert, und ich nehme ja daraus zwei Punkte, jetzt hier die zwei roten Punkte vorne und hinten im Gehirn an, dann sehe ich, dass die sehr, sehr synchron auf und ab gehen, diese Aktivierungen. Das heißt, höchstwahrscheinlich sprechen die zwei Regionen miteinander oder zumindest haben sie irgendwas miteinander zu tun. Ähnlich wie eben jetzt nochmal im sozialen Netzwerk, Menschen machen ähnliche Sachen, sprich sie stehen morgens auf, gehen dann irgendwo hin. Wenn man sich den Verlauf ihrer,
ihres Tagesablaufs anguckt, ist da auch sehr synchron. Genauso sieht man das hier. Aber andererseits sieht man auch, dass die Regionen nicht alle synchron sind, sondern es immer nur Gruppen sind, die gemeinsam synchron sind. Das heißt, es gibt in diesem Netzwerk, in diesem gesamten Konnektom Unternetzwerke, die jeweils enger miteinander verbunden sind. Wenn man sich das jetzt mal anguckt und einfach mal einen Punkt nimmt und schaut, wie sind die Verbindungen, also dieser rote Punkt, dieser rote Ball, den ich hier verschiebe, ist sozusagen ein Punkt und ich gucke, welche Punkte sind wie stark mit dem verbunden, wie stark synchronisieren die miteinander. Dann kann ich hier eine Region sozusagen, hier zum Beispiel im Hinterhauptlappen nehmen und ich sehe eine sehr starke Synchronisation nach vorne. Und zum Beispiel der mittlere Bereich ist gar nicht mit synchronisiert. Also es gibt hier in diesem Zeitverlauf Netzwerke, die sehr stark miteinander kommunizieren und die mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Wenn ich mir diese ganzen Verbindungen rausnehme und daraus einen Graph mache, dann sind wir schon beim funktionellen Konnektom. Dann sind wir bei diesem Netzwerk von Verbindungen. Jeder von diesen Endpunkten bildet jetzt eine bestimmte kleine Hirnregion. Und wenn man die Verbindungsstärke dann hier in dem Fall ist die einfach nur die Richtung von der Verbindung über eine Farbkodierung, das ist, wenn die Verbindung von links nach rechts geht, dann spricht die linke Hirnhälfte mit der rechten, dann ist es eine rote Verbindung. Wenn es von vorne nach hinten geht, dann ist es eine grüne Verbindung. Die Verbindungen, die haben eben nicht nur eine Endpunkte, sondern sie haben auch starke. Es gibt Regionen, die sehr stark miteinander verbunden sind. Es gibt eben gewisse Größen von Regionen, die miteinander verbunden sind. Und genau dieses Netzwerk, das wir hier sehen, ist sehr, sehr charakteristisch für jeden Menschen. Das heißt, damit kodiere ich sozusagen die Verbindungen in einem makroskopischen Level in dem Gehirn im Vergleich zu dem, was wir jetzt bei Neuronen sehen könnten, wo man direkt sieht, wie die einzelnen Synapsen sind, sind wir natürlich hier auf einem sehr, sehr groben Level. Wir sind hier auf einem Millimeter-Zentimeter-Level, aber trotzdem sieht man, wie die miteinander verbunden sind. Und dieses Netzwerk charakterisiert den Menschen nicht nur, sondern das ist auch noch veränderlich. Das heißt, das ist das Netzwerk an einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich dem Menschen jetzt eine bestimmte Aufgabe gebe, zum Beispiel hatten wir ein Experiment gemacht, wo die Versuchspersonen eine bestimmte Aufgabe lernen sollten. In dem Fall war das das Lernen von einer Balanciertätigkeit. Die mussten jede Woche einmal auf so einem Stabilometer stehen und lernen, dort stabil zu stehen. Und sie kamen dann jede Woche in den Magnetresonanztomographen und dann haben wir geschaut, ob sich sozusagen ihr Konnektom verändert. Und das, was wir herausgefunden haben, ist, dass es bestimmte Regionen gibt, die sozusagen ihre Konnektivität verändert haben in Bezug auf ihre Lernperformance und mit dem Fortgang des Lernens. Sprich, wenn der Mensch diese Aufgabe lernt, ist es auch sehr, sehr makroskopisch in diesem Netzwerk kodiert. Das ist jetzt, sind jetzt erst die ersten Ergebnisse aus dieser Konnektomforschung, aus dieser funktionellen Konnektomforschung. Aber wir können erstmal sagen, dass das Gehirn synchronisierte Aktivierungen zeigt. Wir wissen hier noch nicht, ob wirklich eine Verbindung zwischen den Arealen da ist oder ob nur diese zwei Regionen synchron aktiv sind. Das heißt, es kann auch einfach nur die gemeinsame Aufgabe, das Ganze triggern, ohne dass die Informationen austauschen. Genauso wie jetzt eben zum Beispiel in der Gesellschaft viele Menschen gleichzeitig morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Das sieht erstmal synchron aus, das heißt aber nicht, dass die zwei Menschen dann miteinander sprechen, ob die sich überhaupt kennen. Sprich, wenn wir jetzt dann noch ein bisschen weitergehen wollen und wissen, ob diese zwei Menschen sich auch wirklich kennen, ob diese Areale sich auch wirklich kennen, ob die miteinander sprechen, können wir noch eine andere Methodik rannehmen. Und das, die Methodik, dass wir die Verbindungen im Gehirn analysieren. Das ist eine zweite Technik der Magnetresonanztomographie, die wir dazu benutzen. Das heißt, wir gucken an, jetzt im Gehirn,
nicht nur die graue Substanz, nicht nur die Hirn, die Neuronen, die Zellkörper, die an dem Rand vom Gehirn liegen, so wie wir es hier jetzt in dem rechten unteren Bild sehen. Da sieht man außen am Rand von diesem Frontalschnitt durch das Gehirn einen bisschen Bereich, der dunkler ist. Dort ist es, wo diese funktionellen Aktivität stattfindet. Dort ist, wo ich im Prinzip sehe, wenn ich jetzt ein Fahrrad sehe, dann wird eben die Aktivierung dort stattfinden, in diesen grauen Bereichen. Man sieht aber, dass das Gehirn noch aus einer großen Masse von weiterem Zellgewebe besteht. Das ist die sogenannte weiße Substanz. Das sind die Nervenfaserendungen. Das sind die langen Verbindungen von einer Nervenzelle zu anderen Nervenzellen. Das sind lange axonale Endungen, die mit einer Myelinschicht umgeben sind und deshalb auch weiße Substanz bezeichnet werden, weil sie sozusagen einen höheren Fettgehalt haben. Das sieht man zum Beispiel auch jetzt in diesen Anatomiebüchern, wie eben in dem Ausschnitt von oben links von Ludwig Klingler, wo man schön sieht, wie diese einzelnen Nervenfasern so rauspräpariert wurden. Diese Rauspräparation, die wollen wir natürlich nicht machen, sondern wir wollen das in vivo sehen. Wir wollen sehen, ob wir auch Dynamik in diesem Netzwerk von diesen weißen Substanzfaserverbindungen sehen können. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil die Magnetresonanztomographie uns erstmal nur ein Graubild gibt. Ich sehe nur eine Helligkeit in jedem Bildvoxel. Wir hatten vorhin schon gesehen und ich referenziere nochmal auf den Vortrag von John Dylan Haynes, der sagte, dass diese Funktion über einen Umweg sozusagen gemessen wird über den Sauerstoffgehalt in den einzelnen Voxeln. Und genauso einen Umweg machen wir auch, um diese Faserrichtung zu messen. Die sind so mikroskopisch klein, dass wir sie mit unserer Auflösung hier nicht messen können. Wir machen einen Umweg und wir schauen einfach die Interaktion von diesen Nervenfaserbündeln mit dem umliegenden Gewebe an und das ist in dem Fall nicht nur Gewebe, sondern es sind auch Wassermoleküle. Wenn ich mir diese Nervenzellen angucke, jetzt mal langsam. Können Sie nochmal draufklicken? Ja, genau. Das sind jetzt hier Nervenzellen, die jetzt eine Simulation hier nur, die eben mit Wassermolekülen umgeben sind. Diese Nervenzellen haben eben diese langen Nervenfaserendungen und in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Axon. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass diese Wassermoleküle eine stärkere Diffusion entlang dieser Nervenfasern zeigen, als quer dazu. Diese Nervenfaserbündel oder diese Nervenscheiden beschränken sozusagen diese Wasserdiffusion und sie ist hauptsächlich ausgerichtet in diese Richtung. Wenn wir es nun schaffen, diese Bewegung dieser Wassermoleküle zu messen, dann können wir auch einen Eindruck haben, wie sozusagen diese mikroskopische Struktur, die viel, viel kleiner ist als die Auflösung von unserer Magnetresonanztomographie, wenn wir das messen können wir auch sehen, in welche Richtung diese Nervenfasern ausgerichtet sind. Und das Ganze machen wir so, dass wir diese Wasserdiffusion in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen messen und daraus dann ein... Geht immer ein bisschen zu schnell. Na, jetzt... Reinklicken. Können Sie reinklicken ins Bild? Nee, nicht in das. Naja, ich mache es nochmal selber. Okay, jetzt läuft es. Und daraus rekonstruieren wir sozusagen diese Hantel. Das zeigt uns, wie jetzt lokal diese Wasserdiffusion ist. Das heißt, wie diese Fasern verteilt sind. Dieser große Würfel außenrum ist sozusagen das Symbol unseres Bildpunktes, unseres Volumenelementes, was wir hier Voxel nennen. Das ist ein großes Volumen von vielleicht 1-2 Millimetern. Und innen drin sind diese mikroskopisch feinen Wasserbewegungen und die messen wir und rekonstruieren sie dann in so einer Hantelfigur. Wenn wir das dann in einer ganzen Scheibe machen, dann wird das ganze Bild schon mal ein bisschen bunter. Das heißt, so wie man es unten rechts sieht, kann man diese Richtungen dann farbkodieren, dass Verbindungen, die von links nach rechts gehen, rot erscheinen,
die Verbindungen, die von vorne nach hinten im Hirn verlaufen, sind dann grün und blau sind die Verbindungen, die von oben nach unten laufen. Und zusätzlich sieht man eben jetzt, wenn man noch ein bisschen reinzoomt, dass eben diese Verbindungen sich auch kreuzen, wie man sie hier sieht, in dieser Kreuzung von den blauen und roten Faserbündeln. Sie durchdringen sich und wir können sozusagen sehen, wie diese Fasern in jedem Punkt nicht nur eine Richtung zeigen, sondern mehrere Richtungen. Wenn wir jetzt diese lokalen Richtungen haben, dann haben wir schon fast gewonnen, weil wir jetzt im Prinzip aus diesen lokalen Richtungen auch die Abbilder der Faserverbindungen widerspiegeln oder wieder berechnen können. Das heißt, wir können nicht direkt die Axone messen, aber wir können ein Abbild dieser Axone messen. Und dazu nehmen wir diese Hauptrichtung und lassen einfach einen Algorithmus laufen, der so durch dieses Volumen geht und Schritt für Schritt die einzelnen Faserbündel rekonstruiert. So können wir im Prinzip aus diesem Bild, dann das erstmal nur aus Grauwerten besteht, lokale Richtungen berechnen und dann eben auch das Netzwerk der Verbindungen daraus berechnen. So sieht man schön jetzt hier für das Beispiel der Fasern, die jetzt hier in den Balken rauskommen und der Fasern, die den Kortikospinaltrakt angehen, wie die dann durcheinander sich durchdringen. Wenn man sich das Ganze dann für das ganze Gehirn macht, haben wir tausende von diesen Linien, das jetzt keine echten Axone sind, aber durchaus ein sehr, sehr einmal ästhetisches und auch sehr detailliertes Bild von den Verbindungen im Gehirn darstellen, das die Grundlage für das anatomische Konnektom bildet. Man sieht diese Linien hier, die grünen, die von vorne nach hinten laufen, die roten, die von links nach rechts laufen und die blauen, die von unten nach oben. Wenn wir das jetzt dieses Gesamtbild von Verbindungen nehmen, dann ist es erstmal noch sehr, 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 sehr dicht. Man kann noch nicht genau erkennen, was von wo nach wo läuft. Und da mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung und dann gehen wir zum nächsten Bild, indem man einfach sagen, wenn ich jetzt aus diesem dichten Wulst von Verbindungen einzeln herausnehmen will, dann kann ich das interaktiv machen, dass ich einfach sage, okay, so ähnlich wie jetzt der Präparator ein Hirnpräparat macht, mache ich das Ganze virtuell am Computer, indem ich mir Regionen herausnehme und sage, ich will jetzt einfach die Verbindung, die durch zwei bestimmte Regionen laufen und das ist dann eine Region, ein Faserbündel, wo ich dann genau charakterisieren kann, wo verläuft es durch das Gehirn, welche Hirnregionen verbindet es miteinander und zusätzlich kann man dann auch noch Parameter von diesem Faserbündel analysieren, das heißt, in dem Fall können wir auch noch zusätzliche Sachen über die Mikrostruktur herausfinden. Zum Beispiel, wie stark sind diese Axone myelinisiert, wie gerichtet sind die Axone. Das ist dann was man entlang dieses Faserbündels noch analysieren kann, zusätzlich zu der reinen Richtung noch mehr Informationen hinzuzufügen. So. Wenn wir jetzt diese einzelnen Faserbündel analysiert haben, interessiert uns natürlich, was kann man jetzt für Forschungsfragen damit adressieren? Und eine Forschungsfrage, die uns sehr interessiert hat, war die des Sprachnetzwerks. Wie funktioniert es, dass der Mensch so einmalig im Prinzip Sprache verarbeiten kann, die uns unterscheidet von anderen Lebewesen in dieser Form? Und dafür eignet sich das Sprachnetzwerk sehr, sehr gut, weil es eben einen großen Teil des Hirns durchaus beeinsprucht. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier unterschiedliche Regionen im Gehirn, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, diese blauen und roten Areale oder hellblauen und roten Areale, das sind alles Areale, wo wir wissen, die sind in Sprache involviert. Diese Areale sind verbunden durch Faserbündel, wobei wir hier einmal einen dorsalen Trakt haben, diesen Arcuatus, den Fasciculus arcuatus, und dann einen zweiten, einen ventralen Verbindung, die auch die Verbindung liefert zwischen dem roten und dem blauen Areal. Diese zwei Verbindungen sind sozusagen sehr charakteristisch und diese anatomische Verbindung ist sicherlich eine Key-Information, um zu verstehen, wie auch die Sprachverarbeitung funktioniert. Irgendwer ist immer schneller als ich.
Jetzt mal ein konkretes Beispiel der Sprachverarbeitung. Wir wissen ja, dass die Sprache aus unterschiedlichen Komponenten besteht, wie zum Beispiel eben der Grammatik, der Syntax, und es gibt eben komplexere und einfachere Syntax. Und da gibt es eben ein Beispiel, wo wir wissen, dass einfache Syntax auch Tiere verstehen können. Zum Beispiel können Affen eben Abfolge von Worten verstehen und daraus auch Sinn machen. Dagegen komplexere Syntax, wo ich eben eine hierarchische Anordnung habe, wo ich eben sowas wie Schachtelsätze habe, können sie nicht mehr verstehen. Und wenn wir jetzt schauen, wo diese Aktivierungen liegen im Gehirn für die Schachtelsätze und die einfachen Sätze, dann sind die ganz nah beieinander, aber doch ein bisschen verschieden. Einmal ein bisschen weiter vorne und einmal ein bisschen weiter hinten. Für die komplexeren Satzstrukturen ein bisschen weiter hinten in dem Broca-Gebiet, für die einfacheren ein bisschen weiter vorne. Kann man sich fragen, okay, gibt es jetzt vielleicht auch unterschiedliche Verbindungen? Und das hat man untersucht und dann haben wir gesehen, dass eben diese ganz kleine Verschiebung von dieser Aktivierung für die einfachen und die komplexen Sätze ein anderes Sprachnetzwerk im Prinzip involviert. Einmal habe ich eben diese violetten Fasern und einmal diese orangen Fasern. Diese zwei unterschiedlichen Faserbündel zeigen genau diesen Unterschied, dass eben diese einfache Struktur über den orangen Weg geht. Also wir haben zwei Bündel, einen dorsalen und ventralen Trakt in dieser Verbindung. Und da komme ich nochmal darauf zurück, was den Bezug auch nochmal zum Affen bedingt. Jetzt ist die Frage, ist dieses Sprachnetzwerk statisch oder kann es sich auch verändern? Kann es sich, wie entwickelt sich das Ganze? Wir wissen, dass Kindern gewisse Satzstrukturen eben noch nicht analysieren können, weil sie einfach noch nur einfachere Sätze verstehen können. Und wenn wir jetzt diese funktionellen Aktivierungen bei Kindern angucken und das mit Erwachsenen vergleichen, dann sehen wir, dass wir eben im Großen und Ganzen ähnliche Aktivierungen haben, eben einmal auch in dem Schläfenlappen und im Frontallappen. Die unterscheiden sich ein ganz klein bisschen. Und wenn wir jetzt wieder diese zwei unterschiedlichen Aktivierungspunkte nehmen und wieder diese Faserverbindungen dazu ausrechnen, dann sieht man, dass bei den Erwachsenen jetzt nur dieser dorsale Trakt, dieser gelbe in dem Fall, sehr, sehr aktiv ist. Bei den Kindern haben wir noch zusätzlich noch diesen blauen Trakt. Man kann daraus schließen, dass der gelbe Trakt im Prinzip bei den Kindern noch nicht vollständig ausgereift ist. Die Kinder müssen sozusagen noch einen zusätzlichen Trakt benutzen. Man sieht es auch in dieser Darstellung durch die Linien, dass die im Prinzip noch ein bisschen dünner sind bei den Kindern. Und zusätzlich, wenn man da jetzt mikrostrukturelle Maße macht, sieht man auch, dass speziell in diesem dorsalen Trakt die Kinder noch nicht fertig ausgereift sind. Sprich, dieses Bündel scheint später zu reifen als der ventrale Trakt. Also wir haben eine Dynamik in dem Konnektom. Es wächst sozusagen vom Kind zum Erwachsenen. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, wenn wir bei Neugeborenen schauen und dieses Sprachnetzwerk auch angucken, nochmal diesen dorsalen und ventralen Trakt, dann ist bei den Neugeborenen es so, dass der ventrale Trakt, dieser grüne, im Prinzip sehr ähnlich aussieht wie bei den Erwachsenen. Also wieder schon sehr, sehr früh ausgereift ist. Der dorsale dagegen noch sehr spärlich ist und noch nicht diese blaue Komponente beinhaltet. Jetzt ist aber auch ganz interessant, dass wenn man das vergleicht mit den Studien, die bei Menschenaffen und Makaken gemacht wurden, wurde nochmal deutlich gezeigt, dass eben gerade dieser dorsale Trakt eben was Spezifisches ist für den Menschen und deshalb höchstwahrscheinlich für die Sprache verantwortlich ist und bei dem Schimpansen sehr, sehr weniger ausgebildet ist und bei Makaken noch weniger. Also sprich, wir haben auch eine Parallelität zwischen der Phylogenese und der Ontogenese. Das Kind muss erst durch die Stimulation diese Verbindungen ausbauen und erst dann kann es auch wirklich diese komplexen Syntax und diese komplexen Sprachaufgaben lösen. Ich möchte hier nochmal ein klein bisschen Werbung machen, um das Ganze auch interaktiv Ihnen zugänglich zu machen. Wir haben so eine Webplattform implementiert, wo man diese ganzen Faserbündel auch 3D interaktiv anschauen kann. Und zusätzlich eben nochmal, wie Herr Stockert auch schon angekündigt haben, haben wir diese interaktive 3D-Projektion produziert, die wir jetzt hier Fire and Wire nennen. Feuern von den Neuronen, die feuern und zusammen verbinden. Und ich möchte nochmal bei allen Kollegen mich bedanken und Ihnen nochmal dieses letzte Video. Können wir das letzte Slide nochmal?
und Klick. Und nochmal mit diesen beeindruckenden Bildern mich verabschieden, wo wir einmal durch das Gehirn gehen, von hinten nach vorne und diese Faserverbindungen einfach sich aufbauen lassen in dieser Ästhetik, diese natürlichen Farben im Prinzip das Hirn uns selber liefert, einfach durch diese fein granulierten Details, die wir sehen. Und ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich auf Fragen und Interaktionen. Dankeschön.